Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Oddworld Soulstorm. Ich hoffe mal sehr, dass die Folge heute ein bisschen besser läuft als die gestrige. Weil ganz ehrlich, ich war echt ziemlich verzweifelt, weil so absolut gar nicht so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. So. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das hier am besten mit denen machen. Was macht denn der Hebel hier? Müssen wir den gedrückt halten? Ach, jetzt sag nicht, dass ich damit hätte. Ich habe mich ja schon gewundert letzte Folge, was das bringen soll, wenn wir die gedrückt halten. Und jetzt sehe ich gerade, dass diese Dinger da oben langsamer werden. Könnte natürlich sein, dass ich das übersehen habe letzte Folge. Und deswegen so viele Mudokuns leider verloren gingen. Ach, alles klar, okay. Sagt's doch eher. Das heißt, ich halte das. Ach, und dann können die sogar rennen. Nein! Ist ja krass. Dann können die auf einmal sogar rennen. Checkt das Spiel dann. Okay. Gut. Das verbessert meine Laune definitiv schon mal um einiges. Denn ich dachte mir schon, wie sollen wir hier noch weiterkommen, wenn die jedes Mal so langsam sind und irgendwie auch Spaß dran haben, sich zerquetschen zu lassen. Na, das war doof. Nee, hat geklappt. Okay. Cool. Ach, Erleichterung macht sich in mir breit. Das könnt ihr aber wissen. So, jetzt müssen wir... Wir müssen immer ein kleines Stück weiter rüberlaufen, weil sonst der letzte Mudokun zu weit hinten ist. Und dann leider zerquetscht wird. Du kommst mit. Wir haben hier einen Checkpoint. Ja, wir nehmen sie jetzt einfach mal mit hoch. Okay, hier ist bloß noch ein weiterer Mudokun. Das heißt, wir müssen uns den Weg links lang machen. Dann den Hebel wahrscheinlich gedrückt halten. Damit sie hier oben langkommen. Ich lasse die jetzt nur mal kurz hier hochspringen. Dass die da nicht ganz so weit entfernt sind. Nicht, dass sie dann unseren Ruf nicht hören, dass sie mitkommen sollen. Und das sieht mir hier schon wieder ganz stark nach ein ganz paar Toten aus. Wir gucken mal. So, links ist eigentlich Platz. Das heißt... Hier können wir springen. Heißt, wir müssen jetzt hier hoch, dann rüber. Nein. Ach, Mist. Aber er kann halt auch nicht schnell klettern, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Wir können zwar schneller hochspringen. Also wir sind da, glaube ich, einen Ticken schneller, wenn wir hochspringen, aber... Kommt ihr alle mit? Aber irgendwie habe ich den Dreh bei der ganzen Geschichte immer noch nicht so ganz raus, ehrlich gesagt. Es sind alle schon mal oben, das ist schon mal gut. Wir können jetzt erstmal in aller Ruhe hier drüben dran springen. Hier passiert uns nichts. Weil... Nee. Sprintentaste gedrückt halten beim Klettern bringt gar nichts. Das heißt, wir müssen jetzt hier hoch. Na, schafft er das? Nein! Aber mit Springen vielleicht... Jetzt nervt es mich gerade nur, dass wir jedes Mal die Mudokuns wieder hier hoch fördern müssen. Das ist ein bisschen nervig. Aber ich habe halt sonst Angst, wenn wir da oben am Hebel stehen und sagen, mitkommen, dann sind die ja nicht mal im Bildschirm. Kommen die jetzt alle mal? Los, Attacke. Hoch mit euch. Ach, das kann ein Spaß werden. Ich weiß schon, dass man im Prinzip eigentlich rüberspringen sollte. Das Problem ist, dass der beim Springen so langsam ist, dass ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass das dadurch besser wird. Jetzt hat er wieder nicht gegriffen. Es geht schon wieder gut los. Ich weiß nicht, ob ich's bin, der einfach zu doof ist für das Spiel. Oder ob das Spiel zu doof ist für mich. Eins von beiden wird's wohl sein. So, ihr könnt bestimmt auch dort stehen bleiben. Dann brauchen wir uns nicht jedes Mal so lange die Arbeit machen. Wenn wir jetzt hier hochrennen und jetzt rüberspringen. Und hier hochrennen und wieder rüberspringen. Ja, okay. Es hat geklappt. Ich geb's zu. Ui, das war ganz schön knapp. Hoch mit dir. Rüberspringen. Hoch. Okay, wir haben es hingekriegt. War anscheinend doch wieder meine Dummheit. Soll auch mal vorkommen. Nee, nicht wait. Kommt alle mal her. Ich würde mich doch sehr über ein Vogelportal freuen. Was ist mit euch da unten? Ihr habt keine Lust? Doch. Dass wir die endlich mal loswerden. Ich habe mich am Anfang so gefreut,
Wir rennen einfach komplett durch, würde ich sagen. Schaffen wir schon. Einer? Zwei? Naja. Ja, ich habe mich am Anfang so gefreut über die Mudokons, dass wir nicht mehr alleine sind und hier zusammen rummateln können. Und mittlerweile bin ich einfach nur noch froh, wenn ich sie los bin. Weil es das Ganze irgendwie doch sehr, sehr viel schwieriger macht. Überleben wir das? Überleben wir? Und rennen. Ah, das könnte ein bisschen spät gewesen sein. Lauft, lauft, lauft. Okay. Dann ist es halt wieder komplett easy. Dann muss man so überhaupt gar nicht auf Zeit achten. Wir warten trotzdem nochmal, bis das Ding einmal durch ist. Genau, jetzt könnt ihr kommen. Und damit haben wir es. Sehr schön. Rennt, 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 rennt. Jawohl. So, die müssen wir wahrscheinlich wieder hier oben abstellen. Oh Gott, wenn ich die ganzen roten Symbole da unten sehe. Es tut mir echt schon leid für die Kleinen, aber... Ich habe halt auch nicht vor, mit euch jede Mission 7-mal zu spielen, bis wir dann wirklich alles komplett geschafft haben. Das ist nicht Sinn und Zweck vom Let's Play hier. Ich möchte euch ein bisschen das Spiel zeigen. Und deshalb ist es dann halt manchmal so. Ja, jetzt ist schon wieder irgendwie ganz schön hässlich hier. Der eine läuft schneller als der andere. Das heißt, wir müssen jetzt in dem Moment hier hoch und dann hier rüber. Und dann hoch. Rüber. Nein, jetzt sind wir gleich tot. Ach, schade. War eigentlich gar nicht so schlecht für den ersten Versuch. Aber ich glaube, wir können die auch hier unten stehen lassen. Weil das ist kein Hebel oben, den wir... sich wieder nicht festgehalten. Das ist kein Hebel, den wir gedrückt halten müssen, sondern bloß einmal betätigen, damit er... damit es offen bleibt, dann können wir die auch von hier unten holen. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so doof bin oder ob es das Spiel ist, das einfach zu schwer ist für mich. So, jetzt hier ran, jetzt hier rüber, jetzt hier ran, jetzt hier rüber, jetzt hier ran, jetzt... Ach Mist, das war so knapp. Es war so verdammt knapp. Ich sag da jetzt mal nichts dazu. Aber was ist denn jetzt los? Ich spring doch ganz normal. Mann, dieses Spiel regt mich auf. Es tut mir leid. Es geht einfach nicht mehr. So, jetzt nehme ich richtig Anlauf. Haben wir zwar davor die ganze Zeit nicht gebraucht, aber jetzt geht's. So. Er hält sich wieder drüben nicht fest. Ich weiß nicht, ob ich zu tief springe. Ob ich nicht ganz an diese Leiterstäbe da rankomme. Oder was der Grund dafür ist. Naja, ich denke, in 3 Stunden haben wir es dann irgendwann mal geschafft. Spring doch. Ja, wir haben es geschafft. Ich fasse es nicht. Na, kommt ihr? Jetzt haben die wieder keine Lust, jetzt. Brauchen noch eine extra Einladung. Muss ich jetzt pro Stufe einmal drücken, dass die mitkommen sollen. So, jetzt haben wir's. Gebt mir doch bitte ein Vogelportal. Vielen Dank, liebes Spiel. So, wir haben 13 Verluste. 10 Angestellte. 9 Geflüchtete. 4 Verluste auf der Gegenseite. Und ab, weg mit euch. Ach, wir waren natürlich zu weit entfernt. Jetzt aber, rein mit euch. Warum gehen denn die anderen nicht? Jetzt haben wir's. Sehr schön. Erstmal die Viecher wieder los. Eigentlich ist das Hauptziel... in dem Spiel, die zu retten, die guten Mudokons, aber für mich ist das Hauptziel hier erstmal durchzukommen, ohne 80 Mal pro Level zu sterben.
Es geht wieder rechts und links. Jetzt ist die Frage, was steht denn da dran? Es ist ganz schön klein. Ich kann es kaum lesen. Wir gehen erstmal hier rüber. Ja, da ist bloß noch ein Chalet Royal. Die Sound ist gerade extrem leise. Leer. 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 Warum stehen die denn hier? Verstecken müssen wir uns nicht vor irgendwelchen Mudokuns. Vor irgendwelchen Slicks, Entschuldigung. Damit haben wir den Zug erreicht. Wir haben das Level geschafft. Es war eine echt schwere Geburt. 1 Stunde 48. Obwohl ich halt auch sagen muss, ich weiß nicht, ob das nur die aktive Spielzeit zählt. Weil ich halt auch zwischen den Folgen auch das Spiel einfach mal laufen lasse mit Escape und keine Ahnung, irgendwas zwischendurch mache und dann eine halbe Stunde später oder ein paar Minuten später die nächste Folge aufnehme. Ich weiß nicht, inwiefern das alles reinzählt. Naja, wir haben aber 18 Mudokons gerettet. Das ist mehr als die Hälfte. 13 sind gestorben. Wir haben extrem wenig Slicks getötet, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie wir die hätten töten sollen. Weil wir hatten überall so eine rote Kugel, dass wir nicht chanten können. Und ansonsten haben wir nur Gebräuflaschen, die uns aber nichts bringen, weil wir kein Feuer besitzen oder kein Feuer in der Nähe ist, was wir damit auslösen könnten. Also komisch, aber anscheinend muss es irgendwie möglich sein. Ich freue mich erstmal, dass wir es geschafft haben und wir machen uns auf zur nächsten Mission. Da sind wir auch schon wieder. Kapere den Zug. Nach einer erschütterten Flucht aus Fat Station hat Abe endlich einen Zug gefunden. Jetzt muss er davon Besitz ergreifen und Alf am besten am Gerüst treffen. Am alten Gerüst treffen. Entschuldigung, finde die Notbremsen im vorderen Teil des Zugs. Fand's ja witzig, wie er erst so wütend seine Zigarre gepafft hat und ihm dann ins Gesicht spuckte. Okay, ist nochmal derselbe Hinweis. Jetzt sieht es hier doch mal ein bisschen nach Action aus. Das gefällt mir sehr gut. Ziehe an diesem Hebel, um den Viehwaggon zu öffnen. Attention Security! There seems to be a problem back with the
müssen wieder Mudokons retten. Ja, müssen alle immer den ganzen Tag putzen. Kommt mit. Aber hier können wir nicht sterben, wenn wir drauf, also hochspringen. Das freut mich schon mal sehr. Kommen die mit? Ja, die kommen mit. Jetzt wird es ganz schön laut hier. Ich hoffe, dass man mich noch einigermaßen gut versteht. Darf ich da durchlaufen? Ja. Renn dir einen Weg nach vorne. Das heißt, ich kann... Moment. Vielleicht kommen... Wir haben keine Gebräuflaschen. Können wir welche herstellen? Auch nicht. Aber wie soll ich es machen? Wir haben nichts zum Werfen. Mir ist schon klar, ich sehe hier drüben die Spur. Wir müssen vielleicht erstmal hoch. Ach, oben stehen Automaten. Hier gibt es Gebräuflaschen. Nehmen wir natürlich mit. Mal gucken, ob wir noch was recyceln können. Was steht hier noch dran? Mit diesem nützlichen Feuerlöscher kannst du jedes Feuer im Nu löschen. Okay. Dann hätte ich gern einen. Das finde ich ein bisschen komisch gemacht, dass man diese... Wer kennt das nicht? Man möchte etwas behalten, aber dann steckt man es aus Versehen im Brand. Mit diesem Feuerlöscher lässt sich jedes ausufernde Spiel mit den Flammen ungeschehen machen. Ja, dass diese Meldungen immer doppelt kommen, ne? Dass man erstmal irgendwo drauf tippen kann, um es sich durchzulesen und eine Sekunde später kommt es automatisch, finde ich irgendwie ein bisschen doof. So, das heißt, wir machen diesen. Das brennt uns vorne den Weg frei. Und dann sollen wir wohl den Feuerlöscher nehmen. Wir warten aber erstmal, bis es durchgebrannt ist. Beziehungsweise wir können hier vorne ja schon mal anfangen mit löschen. Ach, das macht auf jeden Fall mehr Spaß. Dieses Feuer wird wohl kaum von alleine ausgehen mit einem Feuerlöscher. Ja, wie viele Hinweise denn noch? Ich hab's verstanden. Macht auf jeden Fall mehr Spaß, als immer 30 Wasserflaschen werfen zu... Ist das jetzt immer noch nicht kaputt? So denn das? Muss ich es nochmal da drauf werfen? Irgendwie brennt es nicht nieder. Komisch. Hätte gedacht, dass das das Ziel ist. Wir löschen mal kurz. Ach, der füllt sich jedes Mal wieder automatisch auf. Das heißt, der ist unendlich da und jetzt ist es weg. Cool. Steinbonbon, Geschmack, der dich aus den Socken haut. Zucker wurde mit den richtigen Chemikalien so angefeuchtet, dass das Gemisch gerade so nicht giftig ist und dann zu einem steinharten Klumpen zusammengepresst. Steinharte Kugeln aus verhärtetem Zucker. Wirf sie auf Slicks, um diese auszuschalten. Sie sind außerdem ausgezeichnet dazu geeignet, sich sie auf Ziele zu werfen. Irgendwie habe ich es heute nicht so mit dem Vorlesen. Was gab es hier? Noch ein bisschen Klebeband. Da unten ist der erste Slick. Das heißt, wir nehmen einen Steinbonbon. 50 Stück sogar gleich. Bumm. 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 Direkt der Alarm losgegangen. Also entweder haben wir nicht richtig getroffen, weil gefühlt hat nur der erste Treffer was abgezogen. Wir müssen mal gucken. Komm mal wieder rüber, mein Freund. Ich kann nicht chanten und wenn ich runterspringe, bin ich tot. Du willst das. Geh mal hier rüber. Oder wir sollen ihn vielleicht abwerfen, wenn er an der Kante steht. Also ihn nicht selber mit dem Stein erlegen, sondern... Nee, das sieht irgendwie nicht so aus. Ich hätte halt gedacht, dass wir ihn irgendwie damit runterwerfen sollen, aber... Achso, wir müssen schnell hintereinander werfen. Komm schon. Und fix fesseln. Ich denke, das ist das Ziel. Ja. Alles klar, jetzt haben wir es geschafft. Was passiert hier? Tor geht auf. Checkpoint.
Und dann machen wir hier an der Stelle aber auch erstmal Schluss. Es geht langsam ein bisschen besser voran. Das freut mich sehr. Ich denke, hier die Mission mit dem Zug kann bestimmt noch sehr spannend werden. Morgen 12 Uhr geht's dann weiter. Bis dahin. Macht's gut.